Schönen guten Morgen. So. Oh, ich bin ja total verknautscht noch. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist viel zu früh dafür, dass ich heute in die Nachtschicht muss. Aber wir haben uns gedacht, scheißegal, draußen ist es gräulich und kalt. Wir machen uns jetzt direkt auf der Couch gemütlich und schauen den dritten Teil von Herr der Ringe, damit wir damit durch sind dieses Wochenende endlich. Ja. Und die Patientin hustet immer noch. Aber es geht halt nicht von einem Tag auf den anderen weg. Wir haben es geschafft. Herr der Ringe ist zu Ende. Ja. Und ja, tränenreich. Die ganzen Hobbits haben so geweint. Ich habe auch so geweint. Ich habe sehr geweint jetzt zum Schluss. Ich bin ja da eh so nah am Wasser gebaut, aber es war schön. Ja. Ja, jetzt bin ich total verheult und jetzt, das wird ein super Tag. Ich bin noch immer total verstrubbelt. Ich werde jetzt erstmal duschen gehen. Ja, und dann machen wir uns langsam nach Hause, also zu mir nach Hause, zu mir nach Hause. Wir werden dann die Gemeinschaft des Vlogs hier beenden. Genau. Vlogs dann noch ein bisschen alleine weiter. Genau. Na gut, aber erstmal muss ich duschen. Tschüss. Tschüss. Wieder zu Hause. Und es riecht schon total lecker nach Hähnchen, weil nämlich Hähnchenschenkel schon im Ofen sind. Oh, die müssten gleich fertig sein. Schnell Reis machen. Was soll ich sagen? Nach dem Essen habe ich mich auf die Couch gelegt und gepennt. Was aber nicht verkehrt ist, weil ich ja heute noch in die Nachtschicht muss. Also von da an war das gar nicht so verkehrt. Jetzt haben wir 6 Uhr. Ihr seht gerade den neuen Vlog, wenn ihr schnell seid. Wenn nicht, dann seht ihr es noch nicht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Daten verschieben, damit ich dann in meiner Pause heute Nacht anfangen kann. Aber ja, irgendwie ein faules Wochenende. Ihr habt das mitgekriegt. Wir haben nicht großartig was unternommen. Angie war krank. Das heißt, wir haben hauptsächlich auf der Couch gelegen und ja, muss dann halt so sein. Jetzt haben wir Nachtschicht, also ich. Und das heißt im Normalfall, dass ich ja mittags aufwache und bis Sonnenuntergang, das ist so immer um 5 im Moment, glaube ich, ne? Zeit hätte, irgendwas draußen zu machen. Hoffen wir mal auf gutes Wetter. Aber naja, wir werden sehen. Jetzt werde ich erstmal ein paar Daten importieren und schauen, dass da was passiert für den Vlog für morgen. Und der von heute wird ja sicher nicht anstrengend zu schneiden sein. Weil, was haben wir gemacht? Herr der Ringe geguckt. Hey! Aber, wie gesagt, krankheitsbedingt. Jetzt, ich wollte eigentlich nur Daten draufschieben. Jetzt habe ich schon angefangen zu schneiden. Und ja, die Anfangsbilder mit dem Nebel am Anfang, oh, schon mega geil. Habt ihr gestern gesehen? Habt ihr da gesehen schon? Also ich fand es total cool. Ja, den Rest hebe ich mir aber auch für meine Pause in der Nacht, weil in der Nachtschicht ist es immer so, solange man was zu tun hat, ist es gut. Das heißt, arbeiten, kein Problem. Das Problem fängt immer dann an, wenn man Pause hat und nichts zu tun hat oder irgendwie zur Ruhe kommt. Also das ist immer das Allerschlimmste, wenn ich nichts zu tun habe und dann in der Nachtschicht, in der Pause mich hinsetze und denke so, ach, machst mal 5 Minuten die Augen zu, dann ist vorbei. Solange du irgendwie die ganze Nacht so was zu tun hast, oh, das war jetzt auch ein schönes Bild sicher, aber solange man die ganze Zeit irgendwas zu tun hat, wird man nicht so müde. Das ist dann immer erst, wenn man nach Hause fährt, so. Ja, aber ist egal. Nach der ersten Nacht ist es sowieso immer schwierig, aber da tut es mir natürlich gut, dass ich vorhin schon ein bisschen geschlafen habe. Ja, also jetzt wird nicht weiter geschnitten, weil ich will mir die Pause nicht versauen und viel Zeit habe ich nicht mehr, dann fahre ich die Jungs heim und dann gehe ich zur Arbeit.
Mal gucken, die ein oder andere Runde COD dürfte drin sein. Das haben wir gerade nochmal Spaß gehabt. Hab mit meinem Sohn quasi COD gespielt und ja, er amüsiert sich köstlich über seinen Vater, weil wenn ich spiele, ich gehe quasi in Deckung. Ich sehe den Feind und dann lehne ich mich zur Seite, um in Deckung zu gehen. Ja, sieht mit Sicherheit albern aus. Das ist so wie früher, die sich in die Kurve gelehnt haben bei dem Autorennspiel. So, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber ja, der Kopf macht das. Gut, ich fahre jetzt meine Bengels heim und dann habe ich den Tag schon fast geschafft, beziehungsweise mein Arbeitstag fängt ja erst an. Das ist ja das Eklige daran. Wieder zu Hause. So. Und hier haben wir den kleinen Uwe, den Schlingel. Ja. Ach Gott. Ich bin ja sehr motiviert, jetzt in die Nachtschicht zu gehen, aber hilft alles nichts. Ich würde sagen, wir beenden dieses verlotterte Wochenende jetzt hier an der Stelle. Wie gesagt, die Vlogs waren jetzt nicht spannend, weil wir nicht groß raus sind. Krankheitsbedingt. Wie gesagt, das sollte jeder verstehen. Ich habe mich ein bisschen um Angie gekümmert. Und ja, ich denke mal, nächste Woche wird es ein bisschen besser werden. Ich hoffe, das Wetter passt, dass wir ein bisschen rausgehen können, wenn ich schon Tagesfreizeit habe. Und dann wird das wieder. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Morgen kommt ein neuer Vlog, 18 Uhr. Bis denn. Ciao!